Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Alice Madness Returns. Und ich wünsche allen unter euch einen wunderschönen zweiten Advent. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mal hier in dieses wunderschöne Gemälde und interagieren damit. So. Wird schon irgendwas dabei rauskommen. Hoffe ich zumindest. Die Kriegführenden, ohne Sinn und Zweck, missbrauchten und töteten ihre friedfertigen Opfer, die sie dafür hassten, dass sie anders waren. Die Invasoren verdarben die heile Welt. Auf jeden Fall. Die Überfallenen konnten die gnadenlose Brutalität nicht verstehen. Trotzdem, ja, ich lasse erstmal das durchlaufen. Ihre Unterdrücker zu beschwichtigen und ihre Vergangenheit zu retten. Die Eindringlinge griffen in Intervallen an, statt alle auf einmal zu töten. Die unglücklichen Überlebenden lebten in ständiger Furcht. Also. Gibt es ein schlimmeres Schicksal? Ich finde es so unglaublich episch, wie das hier so gezeichnet worden ist. Das sieht so ähnlich aus wie bei einer Minenbase. Genau, daran erinnert mich das immer. Oder halt an diese asiatischen Gemälde. Oh nein. Du kannst mich mal, du komisches Vieh. Habe ich das jetzt laut gesagt? Naja, warum auch nicht? Au! Dieses dumme... Oh Mann, ey. Ich glaube, dieses Ding werde ich einfach mal... diesem Level in diesem Gemälde hier widmen. Okay, wir müssen springen. Oh Gott. Wer ahnt denn da, dass da Kanonen sind? Oh mein Gott. Uff. Ich würde sagen, wir warten erstmal ganz kurz ab, bis die eine da oben wieder feuert. So, jetzt können wir es wagen. Gut. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht hops gehen. Wäre, glaube ich, scheiße. Und okay. Wow. Wow. Ich bin abgerutscht. Es tut mir leid. Ich bin abgerutscht. Oh nein, nee. Jetzt müssen wir das, glaube ich, schon wieder machen. So. What? Alter, das war risikofreudig. Und das ebenfalls. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen klein bleiben. Genau. Ich möchte nicht zerdeppert werden. So. Oh, oh, wow. Oh, Gott. So, hier hoch und dann... okay. Man muss also da etwas Wumms dahinter haben. Wow. Oh, Alter. Diese Flammen. Gut, hören auf. Das ist nice. So. Jetzt sind wir schon wieder ein Stückchen weiter und ich springe einfach mal. Ich habe Angst. Wow. Schande. Ich meine, okay, es für den Außenstehenden, es sieht natürlich einfacher aus, als es gerade ist. Glaubt's mir. Es sieht wirklich einfacher aus, als es ist. Manche sagen sich dann wahrscheinlich, wenn die das sehen, oh mein Gott, hat die irgendwelche Komplexe, dass sie das einfach nicht gebacken kriegt. Aber glaubt mir. Es ist nicht einfach. Vor allem, wenn man dazu dann auch noch redet, weil wenn man redet, dann ist die Konzentration sowieso nicht hundertprozentig beim Spiel. Und ja, ich versuche mich bloß auszureden. Rauszureden. Okay, jetzt muss ich erstmal einen Moment warten. Hoch. Hoch. Da hoch. Okay, da ist irgendwie eine Eichel oder sonst was. Oh, what? Oh mein Gott. Und wieso sind wir jetzt so... Oh oh. Nein. Oh oh. Ist das ein Bug? Oh oh. Nein.
Also ernsthaft, das finde ich jetzt nicht so toll. Ich kann nämlich nicht mehr springen. Oh nein. Hallo, Alice. Sag was. Ich glaube wirklich, das ist ein Bug. Ich kann nichts mehr machen. Was ziemlich, ziemlich blöd ist. Oh! Dieses komische Früchtchen-Ding, das hat uns gerade echt ein bisschen... wurde uns zum Verhängnis. Ich muss wahrscheinlich dann doch nochmal zurückgehen. Es tut mir leid, dann muss ich halt das Ganze nochmal laufen. Aber diesmal werde ich dann wahrscheinlich nicht so blöd sein und wieder versuchen, dieses Früchtchen-Ding einzusammeln. Es kann mir dann gestohlen bleiben. Aber gut, ich versuche jetzt mein Bestes zu machen, alles möglichst schnell hinzukriegen. Zumindest versuche ich es. Ihr seht schon, ich drücke auf die Tube. So, und klar, so viel zum Thema, ich drücke auf die Tube. Eieiei. Also wird wahrscheinlich dieser Part wirklich bloß darin bestehen, dass ich halt... ja, das war in Deutsch. Dass ich eben dieses Ming-Vasen-Gemälde-Level-Dings absolviere. Auch nicht verkehrt. So. Oh, ich hätte... ich wäre... What? Das war knapp. So, okay. Einmal schrumpfen, bitte. Jetzt einen Moment warten. Okay. So, hier hoch, dann mit Schmackes hoch. So. Das wäre schon mal erledigt. Okay, das war jetzt zu voreilig. Ich muss also doch ein bisschen Geduld aufbringen. So, jetzt warten wir erstmal, bis die Flammen etwas kleiner werden. So, das ist schon mal schön, das ebenfalls. Okay, jetzt erstmal einen Moment warten, runterspringen, dann, what? Aber ich glaube, wir sind jetzt zumindest fast an der Stelle, wo ich es verkackt habe. Okay. Oder? Ja. Erstmal kleiner werden. Ach, ich muss da hoch irgendwie. Halt! Oh, Mann! Ich komme da... also irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Stelle hier so echt ganz leicht buggy ist. Ich komme da einfach nicht mehr hoch. Ich komme da einfach nicht mehr hoch. Huhuhu. Ich komme da echt nicht mehr hoch. So, jetzt schon. Jetzt auch. Okay, und dieses Früchtchen da oben lasse ich jetzt in Ruhe. So, ich bin sowieso erstaunt, dass es jetzt so halbwegs geklappt hat. Oh nein. Ach doch, wir müssen den Fels nur schieben. Und das finde ich gut. Oh Gott. Hoffentlich guckt gerade kein Tierschützer zu. Natürlich finde ich es nicht gut. Ich meine, Tiere sind Tiere, auch wenn ich Wespen und so nicht sonderlich gerne habe. Tiere sind Tiere. Und ja. Wow. Holy Scheibenkleister. Okay. Ich glaube, ich weiß... wah! Was zur Hölle ist dieses... das Ding für eine Wespe? Oh Gott. Ich kann doch nichts mit Timing. Oh Mann. Das kann dauern. Das kann jetzt dauern. Das Fiese ist... holy shit. Das Gemeine ist ja... es speichert erst... Upsi. Wuhu. Speichert erst, wenn wir dieses Level hier natürlich hinter
uns gebracht haben. Oh ja, so geht's. What? Ich meine, dann ist auch dieser Save Point und ich würde sagen, nachdem wir dieses Gemälde-Ding hinter uns gebracht haben. What? Nachdem wir uns, also nachdem ich dieses Gemälde-Dingsbums hinter mich gebracht habe, werde ich, holy shit, auch dafür Sorge tragen. Oh Gott. Dass dieser Part erstmal endet. Damit es keine Überlänge hat und ich habe schon fast im Gefühl, dass es ein bisschen länger dauern könnte, weil das hier nicht sonderlich toll ist. Und ja, dass es vielleicht ein bisschen dauern kann. Oh, ich habe das Gefühl, dass die Kette wichtig ist. Deshalb habe ich sie jetzt auch gezogen. So. Okay, das ist ja mal was, was ich kann. Okay, oder auch nicht. Na, okay. So, geht doch. Muss ich jetzt hier rüber? Ich hab Angst, dass es gerade die falsche Seite ist. Und Tatsache, es ist die falsche Seite. Ich hätte gar nicht rüberspringen müssen. Oh Mann. So. Auch gut. Oh, holy shit. Alter, da fällt einfach alles runter. Oh Gott. Oh Gott. Also dieses Level hier macht mir gerade so ganz leicht Angst. Puh. Oh Gott, diese Killerwespen. Ich hasse diese Killerwespen. Ich hasse diese Killerwespen so sehr. Oh Mann. Okay. Hallo? Es ist alles eigentlich eine Frage des Timings, aber... Ja. Ich beherrsche kein Timing. Fuck. Entschuldigung. Aber... Oh Mann. Ich hoffe so... Ich hab da mal eine Theorie. Mal sehen, ob ich das jetzt umsetzen kann. So, springen. Kann ich schrumpfen? Ja. Okay. What? Ich habe da nämlich eine kleine Idee. So. Na, danke! Und ich habe echt... Ich habe irgendwie Angst, dass ich ein bisschen zu laut für meine Nachbarn sein könnte. Na, Mensch. Aber ich glaube, ihr könnt erahnen, was ich da gerade vorhabe, oder? So ganz leicht. Timing-Fehler. Timing-Fehler. Du bist zu doof für Timing. Oh Gott. So. Ah, cool. Guck doch mal. Es funktioniert. Huh. Wenn ich wenigstens geschillt darüber gehen könnte. Wow. Okay, ich müsste dann ganz links in die Ecke wahrscheinlich. Laufen. Und zwar laufen, rennen, schnell. So. Schnell in die Ecke. Und warten. Huh, es hat geklappt. Oh Gott. Nein, ich werde nicht diesen Pfirsich holen. Diese Pfirsiche können mir gestohlen bleiben. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dankeschön. Wir sind draußen. Und es speichert. Ich bin so froh, dass wir das jetzt hingekriegt haben. Oh Mann. Aber ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Part weiter. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Und ja, danke fürs Reinschalten. Eine
bis jetzt wunderschöne Vorweihnachtszeit und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!